Ja, aber es war eine Hautklinik, es war sonntags irgendwie. Und ich war so gedemütigt, weil die Ärztin, junge, hübsche, also nach meinem Beuteschema Ärztin, und Penis war schon so, okay, sie guckt den Penis an, mit dieser riesigen Lupe voll beleuchtet. Und dann sagt sie, und jetzt bitte umdrehen und die Pobacken auseinanderhalten. Und da war ich so, fuck. Die brauchst du danach nicht mehr nach Kaffee fragen, das Welcome to Ryan and Rouse, your favorite no bullshit sex podcast with Jones Bolt. Hello, ihr Schmierfingers da draußen. Hier ist Jones mit einer neuen Folge. Heute zum Thema Geschlechtskrankheiten. Haben wir noch nie so richtig drüber geredet, was gibt's denn eigentlich alles, was in uns und an unseren Geschlechtsteilen rumkriecht, was sexuell transmitted werden kann? Die STIs sind heute das Thema. Ich spreche mit der Dr. Alice Martin. Die ist unter anderem Gründerin der Hautarzt-App Dermagnostik und die wird uns erzählen, warum man fast jede Geschlechtskrankheit beim Hautarzt erkunden, entdecken lassen kann. Und wir sprechen über die verschiedenen Arten von Geschlechtskrankheiten. Wir versprechen über die verschiedenen Arten, wie sie sich ausbreiten, wie man sie erkennen kann und wie man sich davor schützt. Jean Pütz würde sagen, was is it, wo kommt es her und wie kriegen wir es wieder weg? Sehr interessant für jeden, der mal, jeden, jede, der mal, die mal einen tollen Überblick bekommen möchte. Ansonsten, what's the news? No news. Rein und raus. Workshops sind randvoll ausgebucht. Du kannst leider im Oktober keinen Platz mehr erwischen. Es gibt in kurzer Zeit Neuigkeiten und ich will dir jetzt schon mal spitze Nippel machen. Wir haben nächstes Jahr im Juli ein ganzes Rein und raus Hotel in Griechenland gemietet und werden da das erste Rein und raus Retreat veranstalten, because we can. Du bist herzlich eingeladen und du wirst in kurzer Zeit mehr Infos dazu bekommen, wenn du Bock hast. Schreib dich auf jeden Fall in den Newsletter ein. Check rein und raus auf Instagram und Co. Geh auf www.reinundraus.com sowieso für alles. Und wir hören uns in der nächsten Woche schon mit dem nächsten Thema. When Bis you're dahin, alles hanging with Liebe, the girl and she's looking Jones. nice, you think you'll wanna smooch her face, but what is the price? AIDS, herpes, gonorrhea, scabies, and crabs. Think you want them down your pants? No, you raging. Now this shit has really hit, and I feel like James Dean. But don't let that distract from all these violent STDs. HPV, HIV, spooky vaginosis. Sinning with your naked bod is evil and atrocious. Time is a construct we all follow. Nothing is real. No one is here. We all die. Why do we cry? I once f***ed a man. I can't feel my hands. Hey Alice, herzlich willkommen bei Rein und I can't feel Raus. my hands. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein. Ja, danke für deine Zeit. Ich habe dich in der Einleitung natürlich schon mal kurz vorgestellt. Vielleicht hast du ein paar eigene Worte zu dir. Ich habe gesagt, du bist Ärztin, Dozentin, Co-Founder von Dermagnostik. Was müssen wir noch über dich wissen und warum reden wir beide heute über Geschlechtskrankheiten? Ja, ich starte mal mit der letzten Frage. Warum reden wir über Geschlechtskrankheiten? Okay. Weil so viele ungerne darüber reden und weil tatsächlich so viele Leute bei uns auch immer wieder Bilder von ihren, ja, Geschlechtsteilen zuschicken. Und da Aha. haben wir gemerkt, Mensch, die Leute schicken lieber Fotos, als dass sie zum Arzt gehen. Was ist da los? Ja. Und das Ziel ist, dass man dieses Tabuthema etwas zugänglicher macht für jeden. Ja, man kann ja nichts Ja. dafür. Viele sagen ja, Mensch, wenn ich was habe im Intimbereich, das ist jetzt unhygienisch etc. pp. Und das ist wie man Schnupfen hat, ne? Also man Aha. kann sich einfach anstecken. Und das ist, warum ich hier bin, zu meiner Ergänzung als Person. Ich mache ganz viele Sachen nebenbei, schreibe gerade auch an einem Buch. Ich bin selber gespannt, was noch demnächst dazu kommt, die Vita. Also du hast Humanmedizin studiert, habe ich gelesen, und hast dich irgendwann dazu entschieden, Unternehmerin zu werden und auch als Ärztin anders zu arbeiten. Kann ich das so richtig
Ja. Also ich habe ganz klassisch studiert in Düsseldorf, habe auch in der Hautklinik in Düsseldorf an der Uniklinik gearbeitet, dann Uniklinik Helios in Wuppertal und ja, nebenbei mehr aus der Not heraus zwei Unternehmen mitgegründet. Was der Not? Einmal, ja, einmal Online-Kurse zertifiziert für Ärzte, weil viele Sachen konnte man irgendwie immer nur als Workshops vor Ort buchen, dann waren die immer ausgebucht und dann dachte ich, Mensch, kann man das nicht online lernen? Und dann war die Idee da, dann haben wir es einfach gemacht und das andere ist, so viele WhatsApp-Bilder von Freunden bekommen, wo die sagten, hey, du bist doch Hautärztin, kannst du mal schnell drauf gucken? Ah Und ja, okay. so entstand dann Dermanostik, wo wir Aber genau das das war machen. keine Ausrede für Dickpics. Nein, wobei ich glaube, wir haben eine große Sammlung Ja. an allen An möglichen Penissen. Erkrankungen. Oh Mann, oh Mann. Ja, ich erinnere mich wirklich, ich glaube, vielleicht war ich 14 oder 15 Jahre alt und ich war mega unsicher, weil bei Jungs, ich weiß nicht, ob das so bekannt ist, dass die Haut zum Beispiel an Hoden oder an Penis mit an den Haarwurzeln aussehen kann wie weiße Pickelchen, wo Richtig. praktisch die Haare rauskommen. Und aus heutiger Sicht komplett peinlich, jetzt drüber zu reden, aber tatsächlich hat mich das echt bedrängt als Jugendlicher und ich hatte keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte auch kein Google, muss man auch dazu sagen. Manchmal besser, manchmal schlechter, weil hätte ich gegoogelt, wäre ich wahrscheinlich in die tiefste Depression gefallen, weil es alle Krankheiten hätten sein können, stimmt's? Das stimmt, also man Ja. landet am Ende immer plötzlich bei Krebs. Ja, das ist ja das Ja. Hauptproblem. Und man unterscheidet ja auch mal von Ja. harmlosen Hautveränderungen und nicht Ja. harmlosen Hautveränderungen. Und das ist Aha. was ganz klassisch Harmloses. Also an der Haarwurzel, an den Schweißdrüsen kann es immer zu einer Erweiterung kommen, an den Talgdrüsen. Und dann Ja. sieht das erstmal wie so kleine Pickelchen aus oder wie Genau. Gänsehaut. Das ist komplett normal, haben viele Patienten und muss man sich keine Gedanken machen. Ja. Und ja, und gerade ich erinnere mich auch in dem Alter, ich meine, ich weiß nicht, ob das euer Angebot auch abdeckt. Ich erinnere mich in dem Alter, mein Hautarzt war jetzt nicht sehr, es war kein Psychologe. Aber machen Sie mal die Hose runter, Zack, gucken wir uns mal genau. an. Ja, ist alles normal. Und ich bin rausgegangen und ich dachte immer noch, nee, 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 das ist nicht alles normal, Da Mann. ist doch was. Da ist doch Nee. was. Das sieht doch anders aus als als in der Bravo-Zeitschrift, die ganzen Bilder und so. Aber Ja. letztendlich, Das ja. sind Ärzte, klar, ist vollkommen richtig. Ärzte können das mal so verpacken. Das ist wie wenn du ein Geschenk einpackst. Da kann eine schöne Ja. Schleife drumrum oder du kannst es auch einfach in der Plastiktüte übergeben. Der Ja. Inhalt, also sprich, die Erkrankung ist dieselbe, nur Aha. es fühlt sich besser an, wenn man die Schleife macht und wenn es ordentlich verpackt ist, als Ja. wenn man einfach sagt, ja, hier, bitte sehr, ist für dich. Ja, Ja. nee, machen wir auch. Also wir achten Ja. immer darauf, bei einigen Erkrankungen, beziehungsweise bei allen Erkrankungen in unserem Arztbrief schreiben wir ganz ausführlich in Patientensprache, was es ist, haben nochmal Hautarzt-Lexikon-Artikel von Ärzten verfasst für Patienten, haben YouTube-Videos, damit man sich wirklich nicht bei Google plötzlich auf Krebs verirrt, ja, und sagt, Mensch, Ja. hier ist nur ein kleines Pickelchen, vielleicht im Intimbereich und am Ende kommt da was ganz Schlimmes raus, sondern man hat dann alles so fachlich von uns Ärzten verfasst und auch seine Diagnose. Ja. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Ich meine, wir haben, ich glaube, das ist die 120. Rein und Raus Podcast-Folge und wir haben peinlicherweise noch nie wirklich über Geschlechtskrankheiten geredet. Und das sagt schon einiges aus, stimmt's? Nee, So dann wird's diesen Zeit. Dann sind jetzt alle irgendwie gespannt. so getilgte Themen, wo man davon ausgeht, ja, ein Kondom richtet's schon, stimmt's? Aber tatsächlich sind ja STIs, ist ja ein ziemlich breites Gebiet, wenn man es tatsächlich mal auflistet, was dann alles dazugehört. Auf jeden Fall. Ja. Und du hast gerade das Kondom ins Spiel gebracht. Und vielleicht kann man jetzt einmal unterteilen in zwei. Das ist ja so ganz praktisch gesehen. Wovor Ja. schützt das Kondom? Und es schützt natürlich nicht vor allen Erkrankungen. Das wissen viele nicht. Also, Ja, wovor es schützt, ist HIV, Hepatitis. Ne? Man hat ja Hepatitis B und C, kann durch Blut bzw. Geschlechtskrankheit übertragen werden, wobei Hepatitis C auch durch Blut vor allem. Dann ganz wichtig ist natürlich die Syphilis, Chlamydien. Ja, das sind auch Erkrankungen, die können übertragen werden. Der Tripper, also die Gonokokkeninfektion. Vielleicht hat der, Monorö, genau, ja. hat der ein oder andere schon mal gehört. Und jetzt kommen die Erkrankungen, die man leider mit einem Kondom nicht wirklich verhindern kann. Das sind Feigwarzen, HPV-Viren. Also das heißt, trotz Kondom kann man das kriegen, weil Okay. Feigwarzen können auch im Schambereich sein. Da kommt das Kondom natürlich nicht ran. Und wenn ich jetzt Schambereich oder Schamhügel
gegen Schamhügelreibe, da ist gerade eine Feigwarze, die andere Stelle hat eine Verletzung, zack, Virus infiziert die andere Stelle und somit hat man sozusagen die Infektion. Früher ein großes Thema, kann man auch noch nicht durch Kondome verhindern, aber heute wegen der Intimrasur doch nicht mehr so ein großes Thema, sind die Filzläuse. Gleiches Thema, ne, so wie man Kopfhaarläuse kennt, Filzläuse durch die Schambehaarung. Heutzutage ist die Intimrasur ja fortgeschritten, das heißt, die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr niedrig. Und Filzläuse sind direkt, also Filzläuse sind nicht das gleiche wie die Krätze, die von Milben abhängt, sondern Läuse sind tatsächlich in der Schambehaarung. Genau, Filzläuse kann man sehen. Filzläuse sind wirklich mit dem bloßen Auge sichtbar. Ja. Die Krätze kann man mit dem bloßen Auge gar nicht sehen. Also es ist nicht möglich. Selbst mit dem Auflichtmikroskop erahnt man nur so ein kleines Dreieck irgendwo. Also es sind Tiere, aber die sind so klein. Das Einzige, was ich von den Milben mitbekomme, ist der Juckreiz. Ja, der Juckreiz ist auf jeden Fall der. Der ist auch bei den Filzläusen da. Ja, okay. So, also wenn man die Filzläuse haben sollte, hilft schon die Intimrasur. Man kann noch bestimmte Lösungen auftragen und dann hat sich das Thema erledigt. Bei der Krätze ist das etwas komplizierter. Also da braucht man mehr. Zum Glück ist das aber keine klassische Geschlechtskrankheit. Wird aber durch Körperkontakt allgemein übertragen. Ja. Und Herpes. Herpes ist auch noch ein wichtiges Thema. Sowohl der Lippen als auch der Intimherpes, ne? Also kann man auch übertragen und ist auch eben möglich trotz Kondom. Ja, also das heißt, die nicht so schlimmen Erkrankungen, Anführungszeichen, Herpes, Feigwarzen, da schützt das Kondom eben nicht. Bei den anderen schützt es in der Regel schon, wenn es nicht reißt und richtig und aufgetragen wird. Herpes, im Grunde genommen, weil Herpes ist ein Virus und weil der nicht nur, also durch ein Kondom geschützt wird, weil das Virus auch in der Umgebung, Anus und so weiter sein kann, ist da trotzdem eine Berührungsgefahr. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, du kannst dir vorstellen, wir haben ja die Schleimhaut. So, und an der Schleimhaut ist die Verletzungsgefahr etwas höher. Dort können kleine Blutungen sein. Wir haben die Spermien, wir haben das Scheidensekret. Und da ist die Wahrscheinlichkeit für eine Übertragung höher. Aber genauso wie man das ja kennt an der Warze, wenn ich woanders eine Verletzung habe, Schnittverletzung etc., dann kann das auch an anderen Stellen entstehen. Und Herpes zum Beispiel, genau wie du gesagt hast, ich kann auch einen Herpes im Analbereich entwickeln. Der Herpes kann theoretisch überall am Körper auftreten, aber typischerweise an den Lippen oder im Genitalbereich. Und jetzt noch ein ganz wichtiger Hinweis. Viele denken, wenn ich ein Kondom benutze, mache ich aber trotzdem ganz normal Oralverkehr ohne Kondom. Ja, dann bringt mir das Kondom auch nichts, weil es geht ja um Schleimhautkontakt. Also da nochmal der Appell, safer Sex heißt auch dann, wenn man oral verkehrt. Genau. Also das ist nochmal so ein wichtiger Hinweis, sonst kriegt man plötzlich trotzdem die Syphilis und das wird über den Mund übertragen. Oh, interessant. Also es gibt zum Beispiel HIV, soweit die meisten wissen, ist nichts, was durch reinen Oralverkehr übertragen werden könnte. Also da gibt es schon noch eine Barriere, wo oral schützt oder wo die Schleimhäute anders sind? Jein, also du kannst es theoretisch auch, es ist aber sehr, sehr gering, diese Wahrscheinlichkeit, aber du kannst es theoretisch auch durch Oralverkehr übertragen. Es geht ja immer darum, wenn du kleine Verletzungen hast. Ja, verstehe. So. Wenn Blut im Spiel ist, dann ist es schwierig. Genau, wenn Blut im Spiel ist, wird es schwieriger. Jetzt ist in der Regel aber, wenn du Oralverkehr, also wenn man Oralverkehr grundsätzlich hat, die Verletzungsgefahr nicht so hoch, ja, also beziehungsweise man kriegt es dann direkt mit, wenn man sich verletzt, etc. Aber es ist trotzdem nicht ausgeschlossen, also wir Ärzte weisen immer darauf hin, wenn man HIV hat, ja, dann natürlich sich behandeln lassen, bis die Viruslast niedrig ist, am besten sich schützen und ähnliches auch bei den anderen Erkrankungen. Schutz vor, letztendlich gibt es einen richtig effektiven Schutz, außer das Ganzkörperkondom oder was? Was sind vielen Ärzte, dass man trotzdem noch Sex nicht zu einer Sache macht, die komplett ohne Berührung passiert? Ich meine, das klingt immer so, wow, krass, wir haben eine Liste von 10 möglichen Krankheiten. Keine davon macht wirklich Spaß oder ist eine sehr ernsthafte Krankheit. Kondom ist nicht alles. So, wow, Wie schützt man sich? Ja. Da gibt es ganz, ganz praktische Hinweise. Erst einmal, wie gesagt, HIV-Hepatitis ist jetzt nochmal so ein spezieller Case. Die meisten haben ja nicht so eine Infektion. Ne? Also das heißt, ich nehme jetzt erstmal die großen Sorgen und die anderen Erkrankungen kann man gut behandeln. Ja, also genauso wie wenn ich jetzt einfach einen Lippenherpes habe,
den kann ich behandeln. Wenn der am Genitalbereich ist, den kann ich auch behandeln. Oder wenn man jetzt einen Magen-Darm-Infekt hat, ja, viele finden Magen-Darm-Infekt irgendwie als einfacher zu behandeln als eine Geschlechtskrankheit. Das ist aber Quatsch. Ich kann die Syphilis mit Penicillin behandeln. Super simpel, ne? Durch ein paar Spritzen. Es gibt auch die Möglichkeit über die Vene. Also die große Angst vor, man kann es nicht therapieren, kann man nehmen. Wenn es früh diagnostiziert wird, ist es möglich. Tipp Nummer eins. Bei einem neuen Geschlechtspartner oder wenn ich jetzt einen One-Night-Stand habe, würde ich grundsätzlich das Kondom benutzen. Das ist einfach ein Must-Do, so, um es jetzt ganz einfach zu sagen, weil dann habe ich keine Sorgen und ich kann dann wirklich, wie gesagt, Feigwarzen, HPV-Viren hat man eine sehr hohe Durchseuchung. Man muss auch nicht zwingend Feigwarzen kriegen, nur weil man infiziert worden ist. Das Immunsystem unterdrückt die Viren, alles gut. Genau das Gleiche ist auch mit Herpes. Ja, wir wollen aber nicht wir wollen keine Syphilis, wir wollen auch keine Chlamydien, weil die können über lange Zeit hinweg schon Schwierigkeiten verursachen, wenn man es nicht behandelt. Ja, die wollen wir nicht. Deswegen, das Kondom schützt uns davor, dann sind wir entspannt. Wenn man mit der Person länger zusammen ist, kann man ganz einfach, das zahlt auch die Krankenkasse, in regelmäßigen Abständen mal einen Test machen und gucken, okay, bei mir ist alles gut, beim Partner auch, und dann hat sich das Thema auch erledigt. Dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, dass man sich trotzdem infiziert oder dass auch der Partner sich infiziert und dann natürlich sofort, wenn man eine Rötung, einen Ausschlag, einen Ausfluss hat, dass man das abklären lässt. Weil die Diagnostik ist sehr easy. Man kann manche Sachen über Urin feststellen oder man kann einen Abstrich machen. Dann macht man die Behandlung, behandelt den Partner mit und schon hat sich das Thema erledigt. Und schon hat sich das Thema erledigt. Ja. Ich bin neugierig. Viele von diesen Krankheiten sind ja basieren auf Bakterien. Also ich glaube, Chlamydien, Gonorrhoe, Syphilis, das sind alles bakterielle Krankheiten. Also HIV stelle ich mir vor, kann ich nicht wirklich am Körper spüren. Das juckt nicht. Das hat keine offensichtlichen Dinge, die ich erkenne. Hepatitis wahrscheinlich auch nur, wenn ich gelbe Haut bekomme, weil es eine Leberkrankheit ist. Auf welche Symptome muss ich denn achten, wenn ich denke, ich hatte einen One-Night-Stand, habe mir das Kondom gerissen oder ähnliches? Wie kommt jemand überhaupt darauf, sich angesteckt zu haben mit einer Infektionskrankheit? Sehr gute Frage, weil jetzt sollten alle gut aufpassen. Was sind die typischen Symptome? Gehen wir jetzt mal kurz die Erkrankungen durch. Starten wir mit dem Tripper, der Gonorrhoe- oder Gonokokkeninfektion durch Bakterien übertragen. Klassisch ist der sogenannte Bonjour-Tropfen. Das heißt, der Mann hat häufig morgens einen weißlich-gelblichen Ausfluss. Dann hat er etwas Schmerzen, wenn er uriniert, ja, weil er hat auch eine Harnwegsinfektion. Und wenn man das jetzt nicht behandelt, wobei die meisten Männer lassen das schon behandeln, dann kann es auch dazu kommen, dass ja eine Beteiligung der Gelenke mit entsteht. Also das ist sozusagen ja im Verlauf, es eskaliert, die Erreger breiten sich ja aus. Aber wir starten ganz klassisch, wenn plötzlich ein Ausfluss auftritt morgens. Ja, dann haben wir den Bonjour-Tropfen. Dann einmal kurz nachdenken. Völlig verniedlicht. Das klingt wie der Croissant-Tropfen. Und ich denke so, ach süß, ich habe einen Bonjour-Tropfen. Aber ist gar nicht schön, oder? Der sagt Hallo, weil in ihnen was kaputt ist oder was gar nicht gut ist. Zum Glück gibt es ihn, weil dann kann derjenige direkt realisieren, Moment, das kenne ich nicht, sollte ich behandeln und entsprechend kann man das dann antibiotisch behandeln. Und dann, also auch da die Empfehlung, wenn es dann wirklich so ist, dass es auch brennt beim Pinkeln. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele denken, ah, vielleicht hört es nach 3 Tagen auf zu brennen. Habe ich mir was verstaucht? Das wird nicht der Fall sein, wahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich. Also Okay. sehr unwahrscheinlich. Ich würde also bei Harnwegsinfekten im Rahmen, also bei den Frauen ist das ja häufiger und bekannt. Die Frauen haben eine sehr kurze Harnröhre. Das heißt, die Erreger können von außen sehr schnell in die Harnblase und machen dann einen Infekt, eine Blasenentzündung. Beim Mann haben wir eine relativ lange Harnröhre. Ja, das ist ja anatomisch schon so. Das heißt, bis die Erreger hochklettern, kommt meistens schon der Urinstrahl und führt dazu, dass die Erreger wieder rausgespült Hält sich werden. die Waage mehr oder weniger? Richtig. Und deswegen empfiehlt man auch Frauen, nach dem Geschlechtsverkehr auf die Toilette zu gehen, damit eben sofort die Erreger rausgespült werden. Alles klar. Ja, und genauso auch nach dem Geschlechtsverkehr viel trinken bei den Frauen. Sonst gibt es die sogenannte Honeymoon-Zystitis. Zystitis heißt Entzündung der Blasenöffnung.
der Harnblase und Honeymoon häufig eben in der Phase, in den Flitterwochen durch vermehrten Geschlechtsverkehr. Ja. Also das sind so die Best Practices erstmal für die Frau. Und wenn der Mann jetzt, sagen wir das nächste, also wie gesagt, die meisten reagieren auf Schmerzen und Juckreiz, ja, ne, das schon, aber jetzt gibt es etwas ganz, ganz Tückisches und zwar bei der Syphilis. Bei der Syphilis entsteht nämlich im Bereich der Infektionsstelle ein sogenannter harter Schanker. So heißt es medizinisch, Ulcus durum. Einfach ein Geschwür, das so ein bisschen härter ist. Ah. Und jetzt kommt es. Die meisten denken, vielleicht verschwindet das wieder. Ist ja nicht so schlimm, tut ja nicht weh. Und es verschwindet tatsächlich. Nach 1-2 Wochen kann es wieder verschwinden. Oh. Das heißt aber nicht, dass die Erkrankung weg ist, sondern sie entwickelt sich ins nächste Stadium. Und häufig entwickeln diejenigen danach einen Hautausschlag. Aha. So, und jetzt die Syphilis. Da Hand aufs Herz. Es gibt viele Dermatologen, die das auch mal übersehen haben, weil es ist das Chamäleon der Dermatologie. Okay. Sieht ganz unterschiedlich aus, hat verschiedene Phasen. Es kann sein, dass die Person etwas Haarausfall bekommt, dass sie sich ein bisschen müde und abgeschlagen fühlt. Aber das Allerwichtigste am Anfang ist dieser harte Schanker. Und wenn man das sieht, zum Arzt gehen, Abstrich kann man super gut behandeln, ist easy. Ja. Nur nicht abwarten, dass es verschwindet, und, weil das tut es. Harte Schanker, wie kann ich mir das vorstellen? Ist der auf den Geschlechtsteilen? Genau, der ist meistens bei dem Mann zum Beispiel auf der Eichel und ist einfach wie ein Geschwür mit einem harten, derben Rand. Alles klar. Aha. Man muss nicht zwingend nässen, kann nässen. Und wenn man, wie gesagt, im Rahmen des Oralverkehrs sich infiziert hat, kann das auch im Mund auftreten, an der Lippe, an der Wange oder an den Schamlippen bei den Frauen. Also das ist sowohl beim Mann als auch bei der Frau möglich. Das wäre jetzt im Rahmen der Syphilis. Und bei den Chlamydien, ist schwierig, genau. Chlamydien ist tatsächlich schwieriger, die müssen nicht zwingend Symptome verursachen, können aber mal beim Mann zu einem Harnwegsinfekt führen. Und da, deswegen, also sollte man auch da immer, wenn man eine Geschlechtskrankheit hat, mal die anderen auch mittesten. Ja. Vielleicht hat die sich so versteckt und das habe ich auch in der Klinik standardmäßig gemacht. Wenn einer eine Syphilis hatte, habe ich alles getestet. Ja, da habe ich gesagt, dann testen wir noch die anderen Parameter, HIV, Hepatitis, Chlamydien, nur um auf Nummer sicher zu gehen, den Tripper auch noch. Und wahrscheinlich hat man sich nicht mit was anderem infiziert, aber trotzdem hat man es dann einmal abgeklärt. Und wenn man die Chlamydien nicht behandelt, kann es eben zu Unfruchtbarkeit kommen. Deswegen ist das so wichtig, dass man da auch immer mit dran denkt. Also die Chlamydien einfach auch im Hinterkopf behalten, kann man auch Abstrich durchführen lassen. Kann man Chlamydien in irgendeiner Form sehen? Also ich habe, das ist nicht das gleiche wie Warzen, stimmt's? Nee, Chlamydien sind Bakterien. Genau, also genau, Chlamydien, also man unterscheidet ja, wie du richtig gesagt hast, bakterielle Erkrankungen von viralen Erkrankungen. Aha, genau. Warzen werden durch Viren verursacht. Ja, ja, genau. Und Warzen sind gutartige Hautveränderungen, wie gesagt, die Feigwarzen, die theoretisch auch wieder von alleine verschwinden, aber sie sehen nicht so ästhetisch aus. Und bei der anderen, bei den Bakterien, Bakterien im Intimbereich Geschlechtserkrankungen, die sollte man eben schon behandeln, kann man auch gut behandeln. Also je nach Erreger sind andere Antibiotika dann, kommen dann zum Einsatz. Ja, also zum Beispiel, also wenn wir jetzt die Liste weiter durchgehen und wir kommen zu den Themen wie Herpes, Genitalwarzen, das sind alles Dinge, die man auf der Oberfläche sehen kann und behandeln kann auch. Genau, also du kannst dich infizieren oder egal wer, die meisten sind mit Viren infiziert. Ja. So, nehmen wir jetzt mal, jemand hat einen Herpes gehabt, hat aus einem Glas getrunken, der andere benutzt das gleiche Glas oder Lippenstift wird geteilt. Und jetzt heißt es aber nicht, dass wenn ich die Viren auch bei mir einmal hatte, dass ich auch einen Herpes bekomme. Ich kann einfach Träger sein vom Virus. Ja, genau. Der Virus lebt mit mir, ich lebe mit dem Virus. Alles ist gut. Und jetzt kommt aber eine starke, stressige Situation. Aha. Vielleicht habe ich eine schlimme Erkrankung. Und in dem Moment ist mein Immunsystem nicht mehr in der Lage, diesen Virus im Gleichgewicht oder in Schach zu halten. Und plötzlich bricht der einmal aus. Ah ja. Und deswegen sagen viele, Mensch, ich kriege wieder einen Herpes, ich bin erkältet. Ja, da kommt dieser Zusammenhang. Ah ja. Kann man aber auch behandeln. Also gibt es ja extra Tabletten oder Cremes für. Und damit wird der Virus ein bisschen eingedämmt, aber man kann ihn nicht komplett eliminieren. Viren bleiben ein Leben lang im Körper und
da auch noch der Hinweis, falls junge Zuhörerinnen da sind, die HPV-Impfung. Mhm. Es gibt ja so eine Impfung für Frauen, die schützt unter anderem auch vor Feigwarzen, dass die sich bilden, aber auch vor Gebärmutterhalskrebs, weil einige dieser Viren verursachen nicht nur die Warzen, sondern auch Gebärmutterhalskrebs. Ja, oder bei Männern Hodenkrebs wahrscheinlich als Porno. Hodenkrebs kann auch viele andere Ursachen haben. Tatsächlich ist HPV assoziiert mit dem sogenannten Zervixkarzinom, also Gebärmutterhalskrebs. Okay, also. Viel Input. Viel Input, ja. Und ich meine letztendlich, und die dritte Kategorie, alles was juckt und kratzt, das hat was mit kleinen Tierchen zu tun. Genau, Parasiten. Wenn wir das nochmal als die dritte Kategorie hernehmen. Ja. Genau. Und ich stelle mir vor, die sind wahrscheinlich am schnellsten heilbar, weil da gibt es eine Creme dafür, da gibt es Lösungen, genau. Ähnliches. Kämme. Man kann ja auch die Läuse auskämmen, das kennt man vielleicht bei den Kindern und den Haaren. Wobei wirklich, das ist was ganz, ganz Seltenes. Also Läuse, Filzläuse, kenne ich jetzt höchstpersönlich nur von zwei Patienten, wo das bei mir mal vorstellig war. Mhm. Ansonsten aus dem Lehrbuch. Das ist eine Erkrankung, die man so aus der Renaissance vielleicht kennt. Ist heutzutage nicht mehr so häufig. Da tut eben die Intimrasur eine Menge dazu. Ja. Cool. Ja, und ich meine, also warum ist das immer noch so ein... Ich meine, viele Dinge, für die man zum Arzt gehen muss, sind immer noch schambehaftet. Ich weiß nicht die Dunkelziffern, aber ich stelle mir vor, also ich bin vor kurzem über mich selber gestolpert, wo ich einen Vorfall hatte und dachte so, wow, krass, mein letzter Test ist schon so und so viel Zeit her, ich sollte mal was machen. Und habe erstmal gemerkt, so wow, krass, ich muss selber googeln, ich bin informiert, weil ich wirklich googeln musste und mich auseinandergesetzt habe damit. Und ich mache einen Sex-Podcast. Ich denke mir so, wow, warum bringt uns das keiner in der Schule bei? Das ist doch eines der wichtigsten Dinge. Wenn ich dann Zuhörerfragen an unsere E-Mail-Adresse bekomme von Leuten, die sagen, boah, meine Freundin macht es nur ohne Kondom, weil sie sagt, sie spürt nichts, denke ich so, oh mein Gott, fuck. Da sollte so viel mehr... Aufklärung sein. Warum ist das immer noch so? Hä? Warum ist sexuelle Gesundheit Thema? Ja. Das stimmt. Habe ich mich auch gefragt. Also ich glaube, viele assoziieren das mit einem sehr, sehr persönlichen, intimen Thema. Und jetzt kann man sich vorstellen, es ist ja einfach so, ne? Man hat viele Dating-Apps. Manchmal kennt man sich noch nicht so gut und hat dann trotzdem Geschlechtsverkehr, was gang und gäbe ist. Ja. Und jetzt wird ja keiner den anderen fragen, hey, du, hast du irgendwelche Erkrankungen? Und erst recht nicht wird der andere sagen, ja, aber ich möchte trotzdem mit dir schlafen. So. Ja, also das sind ja keine Smalltalk-Themen. Und deswegen sind es grundsätzlich keine Themen. Oder man hat ja eben, es bleibt auch ein Tabuthema. Ne? Wir betreiben zur Aufklärung, das ist super cool, dass du insgesamt dieses Thema evaluierst und die Leute interessieren sich dafür, die Leute googeln das auch und tatsächlich bei uns in unserem Hautarzt-Lexikon, wenn wir gucken, welche Themen am meisten geguckt werden, sind es unter anderem die Balanitis, also das bedeutet, dass es zu einer Entzündung im Eichelbereich kommt. Ja, ja. Das hat jetzt gar nichts mit STIs, also Sexual Transmitted Infections zu tun, sondern das kann einfach so entstehen. Aha. Und Kondylome, Feigwarzen. Also die Personen schauen erstmal, sehen, oh, ich habe da etwas im Intimbereich. Mhm. Und jetzt kommt so diese Frage, gehe ich jetzt dafür zum Arzt? Die Angst, dass der Arzt dann so guckt. Ja. Vielleicht fühlt man sich verurteilt, obwohl das ja was ist. Ne? Wie gesagt, man interessiert sich einfach. Und ich werde auch nie vergessen, manchmal kamen ja zu mir auch Männer. Aha. Und meinten dann, ich bin hier wegen, ich muss mich bei Ihnen behandeln lassen. Meine Hautärztin hat im Blut festgestellt, dass ich Syphilis habe. So. Ja. Und dann ist diese, da kriecht so die Peinlichkeit nach oben, weil die Patienten sich so schämen. Ne? Ich einfach ganz entspannt gesagt, ja, alles klar, super, ich weiß Bescheid. Ne? Einmal den Arztbrief durchgelesen, dann habe ich kurz erklärt. Und dann ist immer diese Hürde, ne? Dass ich sage, ich muss mir jetzt natürlich die Stelle angucken. Keine Diagnose durch die Hose. So peinlich. Vor Jahren hatte ich mal eine Feigwarze an der Stelle und bin dann, ich glaube, damals zu einer Notaufnahme gegangen
Ja, aber es war eine Hautklinik, es war sonntags irgendwie. Und ich war so gedemütigt, weil die Ärztin, junge, hübsche, also nach meinem Beuteschema Ärztin, und Penis war schon so, okay, sie guckt den Penis an, mit dieser riesigen Lupe, voll beleuchtet. Und dann sagt sie, und jetzt bitte umdrehen und die Pobacken auseinanderhalten. Und dann war ich so, fuck. Ja. Die brauchst du danach nicht mehr nach Kaffee fragen, das war durch. Ja. Das ist so intim teilweise. Au. Ja, das ist sehr intim. Aber Au. Wir sehen das ja auch sehr professionell. Natürlich. Also, da denkt keiner dann an die Person, die am Poloch dranhängt. Und trotzdem, es ist schon heftig gewesen. Und ich glaube, ganz allgemein, ich kann mir gut vorstellen, dass in vielleicht sogar so ein kollektives Bewusstsein, dass eine Geschlechtskrankheit immer noch komplett oder sofort mit HIV in Verbindung steht. Was seit den 1980ern mit der homosexuellen Szene in Verbindung gebracht wurde. Und da ist Schicht für Schicht Scham. So, boah, wenn da unten was nicht stimmt, dann könnte es sein, dass ich richtig krank bin. Und da, ich glaube, das ist wirklich ein riesiges Thema. Wie gesagt, ich fühle mich als so sexuell aufgeklärt und ich musste echt mich informieren, wo ich in München zum Beispiel mich testen lassen kann. Ja. Ja, du kannst oder man kann sich grundsätzlich beim Hautarzt testen. Ja. Also das ist die Anlaufstelle. Das ist auch vielleicht nochmal so ein Fun Fact. Warum machen das überhaupt die Hautärzte? Warum machen Geschlechtskrankheiten die Hautärzte? Ja. Habe ich mich früher auch gefragt. Und die Auflösung ist folgende. Nehmen wir jetzt die Syphilis. Ich hatte ja vorhin gesagt, die macht einen Hautausschlag. Ja. Und so damals wusste man natürlich nicht, woher kommt diese Erkrankung. Ja, man hatte noch keine großen Untersuchungsmöglichkeiten, war nicht so aufgeklärt, aber die Personen hatten einen kompletten Ausschlag und deswegen hatte man gesagt, ah, Moment, Haut, das hat was mit Haut zu tun. Zack, Hautklinik. Ja. Und deswegen heißt es auch Hautarzt. Also Dermatologe oder Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venerologie von der Venus. Ah, oh, ist klar. Genau, die Lehre der Venus, ja, der Liebe, das ist die Herkunft, warum die Hautärzte Geschlechtskrankheiten machen. Und was auch ganz spannend ist, ich habe regelmäßig von Gynäkologen und auch Urologen Patienten geschickt bekommen, wo es hieß, ja, die haben eine Syphilis, das ist ja, wird ja dermatologisch behandelt und dann waren die bei mir. Ja. Alles klar. Also die Hautärzte sind die zentrale Anlaufstelle, aber wer fischt das Ganze raus? Die Urologen bei den Männern, die Gynäkologen bei den Frauen, aber behandeln tut es dann am Ende der Hautarzt. Ich finde es sogar besser, weil ich glaube nicht, dass ich, also von der Bewegungsrichtung gehe ich lieber mit einem Hautausschlag erstmal zum Hautarzt als zum Urologen, stimmt's? Richtig. Das ist zumindest ein Männerthema. Ich glaube, bei Männern ist nochmal was anderes, weil die einfach, ja, wann geht ein Mann zum Urologen, ja. Ja, das stimmt. Wobei, wenn man einen Ausfluss hat, glaube ich schon. Wenn du merkst, als Patient, Mensch, ich habe jetzt einen Ausfluss aus der Harnröhre, dann ist das ein urologisches Problem. Also gehe ich zum Urologen und dann sagt der Urologe, ah, okay, Geschlechtskrankheit ab zum Dermatologen. Aber das ist Ärztelogik. Ich glaube nicht, dass, ich glaube, weiß nicht, 50% der Leute da draußen so funktionieren von der Denkweise. Weil ich habe gedacht, Dr. Google. Und ich war 2 Tage später, ich war in München, beim Checkpoint München, ist eine Beratungsstelle für HIV und STIs. Und ich war super krass überrascht. Ich habe am gleichen Tag einen Termin bekommen. Die Leute arbeiten super diskret und es geht super schnell, einen Test zu haben für wenig Geld. Seitdem, das ist bei mir jetzt ein Ritual alle 3 Monate, weil mir bewusst wurde, was für ein wichtiges Gesundheitsthema das allgemein ist. Ja. Absolut. Oder was auch eine Bakterieninfektion anrichten kann, wenn ich sie zu lange aussitze oder nicht behandle, kann ganz schlimme Folgen haben und dann ist nicht mehr lustig mit dem Sex ohne Kondom. Nee, und dann ist es auch nicht mehr angenehm. Ne? Also deswegen, je früher man die Behandlung durchführt, umso besser und umso einfacher ist es. Und jetzt kommt noch was ganz, ganz Tolles, was ich wirklich sehr schätze. Wir sind ja so digital. Man kann sich heutzutage online sein eigenes Kit nach Hause schicken lassen. Ja, sich zu Hause testen und dann schickst du es einfach weg. Und das Labor analysiert und sagt, jo, keine Geschlechtskrankheiten oder hier ist was Auffälliges und in dem Moment fängt die Schleife an. Aber ich habe noch nicht mal mehr dieses Gefühl, schambehaftet, ich sitze jetzt dem Arzt gegenüber
und ich kann selber diese Behandlung zu Hause ja anonym durchführen oder auch bei uns, ja. Deswegen sage ich auch, wir haben viele, viele, viele Geschlechtsbilder und ja. Ich finde das wirklich super, weil die Leute sich behandeln lassen. Ja. Weil sie nicht mehr diese Hürde, diese Scham haben, ja, im Badezimmer, zack, einmal ganz kurz die Hose runter, ein Foto ja. machen. Ja, wir schützen die Daten selbstverständlich, haben riesige Zertifizierung hinter uns. Mhm. Was, na, und das ist die Zukunft. Also, dass Menschen, wenn, na, passiert, dann brauche ich mal nicht mehr x Wochen ja. warten, sondern na, kann direkt. Ich glaube, der Einstieg, weil ich meine, was die vielleicht viele, die es noch nie getestet haben, auch nicht wissen, ist gar nicht so angenehm, sich dieses, also du kriegst so eine Art Stäbchen, so eine Art Watte, wie nennt man den, nicht Oropax, genau. aber nee, so ein Wattestäbchen. Q-Tips. Mhm. Und du musst dir das halt in die Harnröhre einführen, gegebenenfalls auch noch in den Anus. Und in die Harnröhre tut gar nicht gut, weil du darfst es nicht anfeuchten vorher. Ja, das sind nicht so angenehme. Um die Bakterien wahrscheinlich zu messbar zu machen. Ja? Und genau. danach noch ein Blut ab. Also ich denke dann, wenn es dann einen Befund gibt oder eine gewisse Ahnung, dass, oh ja, das ist offensichtlich ein gelber Ausfluss, dann führt kein Weg dran vorbei, auch vielleicht mal einen Bluttest zu machen für HIV und andere ja. Virenerkrankungen. Trockenblut gibt es auch, ne? Also Trockenblut bin ich auch. Ich habe tatsächlich. Trockenblut heißt, ich habe auch letztens selber so etwas getestet, weil ich das sehr, sehr spannend finde und wir gucken auch mal, wo geht die Zukunft hin. Du kriegst mhm. auch nach Hause ein kleines Kit, piekst dich selber in den Finger wie die Diabetiker. Ach so, okay. Ne? Mhm. Zack, das Blut wird einfach in einem Auffangröhrchen draufgeträufelt und das schickst du dann am gleichen Tag per Express DHL zum Labor. Ah, finde ich auch ganz toll. Ah, okay, braucht man zu wenig, um dann auch HIV zu... Wow. Ich kann es jetzt bei HIV nicht beantworten, bei müsste ich einmal nachgucken. Mhm. Fände ich auch ehrlich gesagt spannend. Aber für so Standarduntersuchungen, ne, Laborwerte, mhm. Blutbild etc., kann man das so auch machen. Cool. Also ganz grob gesagt, bei fast allem, was Geschlechtskrankheiten betrifft, könnte ich, also wir haben ja gar nicht drüber geredet, also Dermanostik ist ja eure Digitalmedizin-Lösung sozusagen. Online-Hautarztpraxis. Online-Hautarztpraxis, wo ich ein Bild schicken könnte und zumindest eine Diagnose erhalte, was es denn sein könnte oder wie. Nee, du kriegst schon eine richtige, also nicht, wir legen uns schon fest anhand der Bilder. Okay. Also wir sagen. Genau, also wir haben lange überlegt, machen wir Video und jetzt, aha. wenn du mich anguckst, ich habe hier so einen schönen Filter wahrscheinlich drauf, sehe nochmal eine reiner aus von der Haut, keine Falten. Ja, kein einziger Pickel. Genau, was sehr schön ist, aber es ist ja nicht die Wahrheit. Ja. Und beim Video wird die Qualität runtergerechnet und ich brauche gar kein Video für eine Diagnose. Ich brauche Bilder, die ich vergrößere. Mhm. Und deswegen lassen wir uns Fotos schicken und einen Fragebogen. Und wir haben schon über 30.000 Patienten behandelt. Das heißt, die kriegen danach einfach einen Arztbrief und auch ein Privatrezept. Das heißt, wenn wir jetzt feststellen, Mensch, du hast einen Genitalherpes, ja. du brauchst jetzt Tabletten, antivirale Tabletten, Acyclovir zum Beispiel, dann schicken wir dir das Rezept, entweder in deine Apotheke der Wahl oder nach Hause. Du gehst dahin, kannst es dir dann kaufen und mit der Behandlung starten. Alles klar. Okay. Was aber dann natürlich nicht die anderen ausschließt. Das heißt, sehr wahrscheinlich kann ich dann auf eine gewisse Filzläuse ja, schließen. Würdet ihr trotzdem empfehlen, dann einen Bluttest zu machen oder ja. das ganze Spektrum also, testen zu lassen? Wenn wir eine Syphilis diagnostizieren ja. und wir haben schon häufig eine Syphilis durch Bilder gesehen, diesen Harnschanker, dann kommt erst einmal die Empfehlung. Also das bedeutet, was wird jetzt als nächstes gemacht? Dann schreiben unsere Ärzte, Achtung, unsere Krankenschwestern werden dich anrufen, weil du musst noch eine Blutuntersuchung machen, damit wir das bestätigen. Ja. Dann kriegt derjenige den Termin beim Arzt vor Ort und dann wird die Behandlung durchgeführt. Und wir machen ja nicht nur Geschlechtskrankheiten, wir machen ja alles, was mit Haut-, Haar-, Nagelkrankheiten auch zu tun hat. Hautkrebs ist auch so ein Thema. Und da nehmen wir die Patienten nochmal an die Hand mit, dass sie nicht einfach nur sagen, ah, okay, ist wahrscheinlich eine Syphilis, sondern wir haken auch nach, hey, bist du auch zum Arzt gegangen? Wie geht es dir? Partner, Partnerin, auch eine Behandlung durchgeführt. Und die meisten sind dann, also ich telefoniere auch gelegentlich mit Patienten, sind dann total happy, wenn man nochmal mit ihnen Kontakt hat und nochmal mit ihnen redet und sie erinnert, hey, vergiss das nicht zukünftig und das stand im Arztbrief, ah ja, habe ich überlesen, ja gut, dass sie es nochmal sagen. Klar, passiert mir auch, ich lese auch nicht mal alles so detailliert durch. Na, aber das sind so kleine Insights, wie wir eigentlich funktionieren, also komplett digital. Ja,
Ohne Termin. Ja. Ne? Du kannst auch nachts um 3 Uhr einfach schicken. Spannend. Ja, spannend. Also ich stelle mir vor, das ist so der bessere Dr. Google. Das wie du schon hoffe gesagt hast am Anfang, ja, am Ende kommt immer Hautkrebs dabei raus. Glaube ich, einfach nicht schön für die Nacht, die danach kommt. Nein. Von daher, ich glaube, meine Empfehlung wäre ganz klar, die Leute, also es gibt ich glaube, neben HIV über 30 verschiedene sexuell übertragbare Krankheiten. Es gibt eine gute Anlaufstelle, die ist auf jeden Fall liebesleben.de, weil da auch die Connection gemacht wird zu, was geht in deinem Umkreis, wo kann ich mich testen lassen. Und bevor ich mich über Dr. Google verrückt mache, macht es vielleicht Sinn, bei einer Ahnung, dass es das sein könnte, vielleicht ja, euer Tool dafür zu benutzen und ein Foto einzuschicken. Ja, Ja. also die Hürde ist ganz niedrig. Und ich freue mich immer über jede, es klingt so paradox, aber nein, ich freue mich, ja, aber über jeden, der das macht und dann, ne, wenn wir was feststellen, nicht mehr die Sorgen hat und die Angst und Ja, einfach die Behandlung starten kann. absolut. Und Es es ist ist, wirklich scary. Ja, ja, ein dann ist, Verdacht ist scary ohne Ende. ja, nee, klar. Und dann denkt man sich, man hat ja so diese Szenarien vor Kopf. Das ist so ein Thema, das will man geklärt Ja, haben. ja, Das ist. ja. Bevor mir was abfällt, gehe ich lieber zum Arzt. Ja. Genau. Cool. Alice, vielen Dank. Ich glaube, das ist eine super wertvolle Grundinformation für alle, die das zum ersten Mal hören. Für viele ist es vielleicht keine Neuigkeit, aber ich glaube, das ist ein wichtig, einfach im Bewusstsein zu haben. Bei mir hat es auch Jahre an Sex ohne Bewusstsein für STIs gebraucht, damit ich mich damit beschäftigt habe. Und ja, Leute, benutzt Kondome. Und ja, vielleicht auch Lecktücher haben wir auch gelernt. Hepatitis und andere Geschichten. Da lieber auf Nummer sicher gehen. Und ja, für Menschen, die ohne Kondom schlafen wollen, wahrscheinlich erstmal beide testen als Grundabsicherung für alles. Auf jeden Fall. Da nickt Also. der Dr. Alice nickt. Das heißt, bin eingestellt als STI-Berater. Lieber Ich nicht. stimme dem komplett zu. Zeigen Sie mal her. Ach, passt schon. Bin ich genau der Arzt, den ich früher hatte. Naja. Cool. Wo können Leute mehr über euer Tool, eure App, was genau ist das? Wo können die Leute mehr erfahren? Also mehr erfahren können Sie einfach bei Google oder Apple Play Store die App runterladen. Sie können auf unserer Webseite sich informieren, dermanostik.com. Bei TikTok, da sind wir sehr aktiv, Wow. oder Instagram, als Okay. auch YouTube machen wir Themen zu verschiedensten Erkrankungen, Tipps und Tricks oder bei unserem Newsletter mitmachen. Also man kann sich komplett über Social Media kostenfrei informieren oder die Behandlung dann eben über die App durchführen. Das kostet dann 25 Euro. Ja. Also nur so als Information, wir haben jetzt darüber gesprochen, ist aber Aha. von Privatversicherten übernahmefähig. Ah ja, alles klar. Cool. Hey, vielen Dank für die ganzen Infos. Ich danke dir. Genau, schreibt uns an die hello@reinundraus.com bei Rückfragen oder nochmal zum Thema Kontakt. Ja, vielleicht gibt es da noch was Spezielles, das ich an dich weiterleiten kann. Und ansonsten Sehr bedanke ich gern. mich sehr für deine Zeit. Und vielleicht müssen wir noch eine Folge machen, wo wir dann ins Detail von allen Krankheiten gehen. Sehr gern. Ich danke dir auch. Alright, dann mal bis bald. Bis Mach's dann. gut. Ciao, ciao. Ciao.